Hallo und herzlich willkommen bei Inside AI, heute zum Thema Jailbreak. Wie knacke ich die Sicherheitsmechanismen der KI? Heute soll es um das ganze Thema Jailbreak gehen, nämlich um die Versuche, die Sicherheitsmechanismen, die die Anbieter von KI und insbesondere LLM-basierten KIs implementiert haben, zu durchbrechen. Und da gibt es tatsächlich sehr viele Beispiele, die wir uns heute angucken können und auch ein bisschen der Frage nachgehen, wie wir uns, wenn wir solche Systeme bei uns einsetzen wollen und vielleicht auch nach außen unseren Kunden freigeben wollen, wie können wir überhaupt sicherstellen, dass das Ganze dann auch sicher erfolgt. Aber zunächst einmal, was ist überhaupt ein Jailbreak im Kontext von KI und LLMs? Ich habe in vorherigen Videos ja schon das Thema des Kontextfensters erklärt, der Chat-Interaktion, wie wir also mit einem Chatbot interagieren und was da im Hintergrund passiert. Nämlich, wir haben eine Chat-Interaktion, die sich nach und nach aufbaut, die jedes Mal auch wieder dem Chatbot übermittelt wird, bei der Berechnung der Antwort jedes Mal genutzt wird. Das heißt, je länger diese Unterhaltung anhält, umso länger wird dann auch der Text, den das LLM jedes Mal verarbeiten muss. Und dadurch, dass diese Art der Interaktion mit dem System tatsächlich eine Art neues Paradigma darstellt, tauchen tatsächlich auch sehr viele neue Erkenntnisse auf, sehr viele Art und Weise, wie wir diese Systeme manipulieren können. Und das sind dann genau diese Jailbreaks, nämlich wenn wir es schaffen, das Modell zu etwas bewegen, was es eigentlich nicht tun soll. Wenn wir uns nochmal anschauen, wie diese Historie aufgebaut ist, wir haben den sogenannten System Prompt. Das ist die Anweisung, die die Hersteller eines LLMs dem System mitgeben, wie es sich zu verhalten hat. Hier ist das einmal dargestellt. Das ist jetzt 2 Wochen alt. Dieser System Prompt ändert sich auch regelmäßig, wird regelmäßig aktualisiert. Aber wir können sehen, das ist schon ein längerer Text, der dem LLM da mitgegeben wird. Es wird erstmal gesagt, was das für ein System ist, in dem Fall GROG 3. Und beispielsweise auch die aktuelle Uhrzeit wird dem System mitgegeben. Und in dem Fall sogar hier der Stockpreis von Tesla, der aktuelle. Also wirklich teilweise auch sehr interessante Informationen. Im Fall von Grok besonders interessant natürlich die Möglichkeit, dann auch Twitter zu durchsuchen, live zu durchsuchen. Aber wir können sehen, viele dieser Befehle richten sich tatsächlich daran, wie das Modell interagieren soll mit dem Nutzer. Auch bei GROG 3 gibt es einen sogenannten Thinking-Modus und dieser Thinking-Modus kann teilweise dazu führen, dass die Ausgabe nicht unbedingt gut nachvollziehbar ist. Deshalb bekommt das Modell hier die Anweisung, dies zu ignorieren, soll nicht die Frage des Nutzers wiederholen und ganz viele weitere Anweisungen, die ein solches Modell dann mitbekommt. Und wir kennen diesen System Prompt nur, weil findige Nutzer es tatsächlich geschafft haben, dass das Modell diesen System Prompt ausgibt. Im Normalfall werden die Modelle so parametriert und eingestellt und auch im System Prompt wird es versucht festzuhalten, dass diese Befehle nicht frei zugänglich sind, aber es ist noch bei jedem LLM tatsächlich den Usern gelungen, diese System Prompts zu extrahieren. Aber warum funktioniert das, dass man das Modell dazu bewegen kann, etwas zu tun, was es eigentlich nicht tun soll? Naja, also es gibt verschiedene Mechanismen, die genutzt werden, um ein solches Modell einzustellen von den Organisationen, die diese Modelle entwickeln. Der System Prompt ist tatsächlich nur ein Mechanismus. Diese Systeme werden auch darauf trainiert, bestimmte Verhaltensweisen zu verfolgen bzw. nicht zu verfolgen. Und das erfolgt im Schritt des sogenannten Post-Trainings, also im Pre-Training, lernt das Modell erstmal Sprache zu verstehen, Wissen zu verinnerlichen, gerade Dinge, die häufig zu finden sind, merkt sich das Modell dann gut. Bestimmte Dinge kann sich das Modell weniger gut merken. Das kann man sich als verlustbehaftete Kompression vorstellen. Und das Ganze funktioniert also so, als würde ich ein Bild von einer großen Größe auf eine kleinere Größe runterrechnen. Man verliert eine gewisse Bildinformation, aber am Ende kann man als Nutzer das Ganze noch erkennen. Und so ähnlich kann man sich auch vorstellen, was da bei diesem Pre-Training passiert.
Beim Post-Training geht es dann insbesondere darum, dem Modell Verhaltensweisen anzutrainieren. Und häufig wird das Ganze mit dem sogenannten Reinforcement Learning with Human Feedback durchgeführt. So wurden insbesondere die ersten Modelle, auf denen beispielsweise ChatGPT basierte, trainiert, nämlich Frage- und Antwortpaare, die dementsprechend, was die Organisation, die dieses Modell entwickelt, sich wünscht, dass das Modell ausgibt. Das heißt, es wurde eine bestimmte höfliche Umgangsform antrainiert. Es wurde aber auch antrainiert, welche Dinge das Modell nicht ausgeben sollte. Das heißt, bestimmte Themen oder bestimmte Beschreibungen, bestimmte Anweisungen, wie man beispielsweise illegale Substanzen herstellt, das wurde versucht, diesen Modellen abzutrainieren durch das Post-Training. Dazu kommen dann diese sogenannten System Prompts, die im Prinzip nochmal Anweisungen enthalten, dass das Modell befolgen soll. Und dann gibt es natürlich noch weitere Sicherheitsschranken, die vor- oder nachgeschaltet werden können. Man kann sich das vorstellen wie sogenannte Filter. Das heißt, Anfragen, die ich an ChatGPT stelle, können gegebenenfalls direkt rausgefiltert werden, ohne dass das Modell angesprochen wird und die Berechnung durchführen muss. Das ist aber insbesondere bei den proprietären Anbietern wie OpenAI oder Anthropic oder auch Google, wissen wir nicht genau, was dahinter steckt. Wir wissen also gar nicht so genau, wie diese Sicherheitsmechanismen aussehen. Wir wissen aber, dass diese Sicherheitsmechanismen sich durch verschiedene Dinge austricksen lassen. Und hier ist es so, dass es auch in gewisser Weise ein Katz-und-Maus-Spiel ist. Das heißt, es werden neue Herangehensweisen entdeckt, wie man diese Modelle plötzlich überlisten kann. Und das Ganze wird dann versucht, bei neueren Versionen über ein adaptiertes Post-Training beispielsweise dann auch abzufangen oder über weitere Sicherheitsmechanismen. Es gibt hier eine schöne Seite, die wir euch auch in die Kommentare packen, die das Ganze einmal sehr schön aufgliedert, was es für Angriffsflächen gibt bei den LLMs. Also wir haben das ganze Thema des Prompt Engineerings, das heißt, ich ändere oder ich inkludiere etwas in meiner Anfrage, was dann dazu führt, dass das Modell mir eine Antwort ausgibt, die eigentlich das Modell nicht ausgeben soll. Dann kann man über verschiedene Mechanismen versuchen, den Kontext zu manipulieren. Man kann das Ganze natürlich technisch versuchen auszutricksen. Das ist auch ein sehr spannendes Feld. Und man kann das Ganze einfach über normale Konversation, indem man, wie man es bei einem Menschen machen würde, versucht, das Modell zu überlisten. Und das ist tatsächlich das Spannende und weswegen das auch ein, ja, ich würde sagen, ganz neues Paradigma ist. Bei klassischen IT-Systemen war es so, dass Sicherheitslücken immer dann auftreten, wenn beispielsweise Bugs in Code enthalten waren oder wenn die Entwickler dieser Software bestimmte Dinge nicht beachtet haben beispielsweise. Das heißt, das war eine technische Unzulänglichkeit, die wir hier hatten. Bei großen Sprachmodellen, dadurch, dass es wirklich eine so neue Interaktionsform ist, die wir hier durchführen, sind bestimmte Phänomene tatsächlich sehr menschlich, obwohl das System an sich kein menschliches System ist, sondern tatsächlich bei jeder Anfrage einfach eine Funktionsapproximation durchführt, um mir eine möglichst gute Antwort zu geben. Und da das Ganze mit menschlichem Text trainiert wurde, wurden aber Dinge auch antrainiert, die dann dazu führen, dass man über menschenähnliche Manipulation auch diese Systeme manipulieren kann. Wir können uns hier ein paar Beispiele anzeigen. Im einfachsten Fall kann man dem System eine Anweisung geben und dann kann man versuchen, über eine zweite Anweisung, die dann auch direkt in dem Prompt enthalten ist, den ich gebe, diese Anweisung zu überschreiben. Und das ist eine Sache, die bei den meisten Modellen nicht funktionieren wird. Ja, wir können das Ganze hier einmal in einem Beispiel ausprobieren mit einem lokalen Modell. Wenn ich jetzt beispielsweise die Anweisung eingebe, er soll etwas übersetzen, dann aber wiederum eine Anweisung angebe, die als Systemprompt verkleidet ist, dann ist es tatsächlich so, dass das Modell natürlich gar nicht mehr so genau weiß, was es jetzt befolgen soll und ich entsprechend eine manipulierte Antwort bekomme. Das Ganze war insbesondere in den Anfangszeiten ein Angriffsvektor, den man durchführen könnte und war dann insbesondere spannend, wenn man diesen versteckten Text für den Menschen unsichtbar, aber für das Modell sichtbar sozusagen benutzt hat. Im einfachsten Fall kann man sich das vorstellen. Ich habe Beispiele gesehen, wo Leute in einer persönlichen Webseite beispielsweise im Quelltext, im HTML-Text bestimmte Anweisungen für LLMs versteckt haben, die dann einfach zum Beispiel auf die Farbe weiß gesetzt waren, auf weißem Hintergrund dann für den Menschen nicht sichtbar waren, wenn ich den Text kopiert habe von der Webseite und einem LLM gegeben habe, um mir das beispielsweise zusammenfassen zu lassen.
dann wurde quasi die Ausgabe direkt manipuliert. Und man spricht dabei auch vom sogenannten Prompt Injection. Wenn man manipulative Prompts versucht, in einen Kontext einzubetten, der dann von einem Nutzer übersehen oder nicht gesehen wird und das Modell dazu bewirkt wird, Dinge zu tun, dass es der Nutzer eigentlich nicht gefragt hat. Andere Jailbreaks gingen in die Richtung, dass man dem Modell versucht hat zu vermitteln, dass es in einem neuen Wartungsmodus beispielsweise ist und in diesem Wartungsmodus hat es plötzlich keine Sicherheitsschranken mehr. Gerade in Anfangszeiten, wo diese Sicherheitsmechanismen insbesondere durch den System Prompt erreicht wurden, hat sowas tatsächlich funktioniert, dass man dann dadurch beispielsweise Dinge tun konnte, die der System Prompt eigentlich untersagt hat. Interessanter wird das Ganze natürlich jetzt, wenn die Modelle auch immer mehr Sicherheitsmechanismen aufweisen. Die KI-Entwickler sind natürlich drauf und dran, so etwas zu unterbinden. Aber findige Leute entdecken immer neue Möglichkeiten, wie man diese LLMs ausheben kann. Nämlich beispielsweise, wenn man bei verschiedenen Hin- und Zurück-Interaktionen mit dem Modell plötzlich Dinge unternimmt, die versuchen, das Modell auszuhebeln, dann kann das Ganze vielleicht besser funktionieren, als wenn ich es direkt beim ersten Mal versuche. Ja, es gibt ganz viele Beispiele, die wir uns auch nochmal angucken können. Allen voran gibt es tatsächlich einen Nutzer, der sich Pliny the Liberator nennt und der im Prinzip es bisher noch geschafft hat, jedes Modell zu knacken. Bei Twitter ist das Ganze insbesondere interessant gewesen, als Grok die Möglichkeit eingeführt hat, dass man live auch Twitter-Suchergebnisse nutzen konnte. Einige Nutzer haben sich das tatsächlich direkt zunutze gemacht. Die haben dann bestimmte Begrifflichkeiten in einen Tweet eingebaut, die sie erfunden haben, also komplett neue Begrifflichkeiten. Und wenn man Grok dann nach diesem Begriff gefragt hat, dann hat das nur diesen einen Tweet gefunden. Und im Tweet haben die tatsächlich eine Prompt-Injection-Attacke hinterlegt, sodass Grok diese genutzt hat und dann an der Stelle ausgehebelt wurde. Man muss dazu sagen, gerade Grok 3 hat tatsächlich im Vergleich zu anderen Systemen relativ wenig Sicherheitsschranken, was von einigen Leuten auch kritisiert wird, weil es Beispiele gab, wo Grok dann zum Beispiel ganz einfach eine Anleitung zum Herstellen von Crystal Meth oder zur Herstellung von atomaren Sprengköpfen ausgegeben hat, was die anderen Modelle alle definitiv nicht tun. Genau, hier haben wir ein schönes Beispiel, wie eine solche Prompt-Attacke aussehen könnte. Also viele der neuen Angriffe zeichnen sich dadurch aus, dass bestimmte Zeichenfolgen genutzt werden, was dann dazu führt, dass die Modelle Dinge ausgeben, die sie eigentlich nicht tun sollten. Hier in dem Fall beispielsweise wird ein sogenannter God-Mode dann aktiviert. Das Modell verarbeitet diese Information und führt dann dazu, dass tatsächlich das Modell beispielsweise den eigenen System-Prompt verrät. Ein anderes sehr interessantes Beispiel, wie tatsächlich mit versteckten Zeichen, die gar nicht für uns Nutzer angezeigt werden, die aber vorhanden sind, wie wir versteckte Botschaften encodieren können. Wenn ich jetzt diesen Satz hier kopiere, this sentence has a hidden message und es gibt dazu auch den passenden Decoder und das hier einfüge, dann sehen wir, es gibt diese versteckte Nachricht im Text und wir können auch einmal schauen, ob wenn wir das jetzt beispielsweise bei ChatGPT eingeben, ob er das im Prinzip auch genauso herausfinden kann. Und zwar handelt es sich technisch dabei um bestimmte sogenannte Unicode-Zeichen, die eigentlich dafür genutzt werden, um beispielsweise Akzente zu setzen auf nachfolgenden oder vorhergehenden Buchstaben und die also im Einzelnen eigentlich gar keine Verwendung haben, sondern nur in Kombination und die aber jetzt missbraucht werden können, um Botschaften innerhalb dieser Zeichenfolge zu verstecken. Das Ganze funktioniert auch rückwärts. Ich kann also beispielsweise einen Text jetzt hier einmal eingeben und das Ganze in irgendeinem Emoji beispielsweise verstecken zu lassen. Und wenn ich das jetzt rückwärts abspiele, dann sehen wir, dieser Text ist tatsächlich über nicht sichtbare Zeichen encodiert in diesem Emoji. Das heißt, wenn ich diese Zeichen hier kopiere und irgendwo einfüge, sofern mein Texteingabefeld diese überschüssigen, nicht sichtbaren Zeichen nicht entfernt, kann das theoretisch auch genutzt werden, um eine solche Prompt Injection durchzuführen. Was heißt das für Unternehmen, die KI-basierte und insbesondere LLM-basierte Tools einsetzen wollen? Es gibt Beispiele, die die Runde gemacht haben,
Hier zum Beispiel von Chevrolet, das war wenige Monate nachdem ChatGPT auf den Markt gekommen ist, haben die einen Customer Support Bot auf GPT-Basis veröffentlicht. Und hier war es tatsächlich einfach, diesen Bot dazu zu bewegen, einfach andere Dinge zu tun. Nämlich, es gab sozusagen gar keine Sicherheitsmechanismen. Man konnte den Bot, der eigentlich dazu da war, um über Chevrolet-Autos zu beraten, konnte man auch einfach danach fragen, ein Python-Skript auszugeben für, in dem Fall, für die Navier-Stokes Fluid-Mechanik-Gleichung. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Wenn wir solche Systeme an der Kundenschnittstelle einsetzen wollen, dann müssen wir uns darüber bewusst sein, dass die Art und Weise, wie wir solche Systeme absichern müssen, anders funktioniert als die klassische IT-Security. Die wird dadurch natürlich nicht überflüssig, sondern es kommt jetzt einfach zusätzlich noch eine große weitere Angriffsfläche hinzu, der wir uns einfach bewusst sein müssen. Und man kann sich da natürlich daran orientieren, wie es auch die KI-Labore tun, nämlich einen mehrschichtigen Aufbau, insbesondere Anthropic beispielsweise hat hier ein sehr ausgeklügeltes System entwickelt, das laut ihnen dazu führt, dass das System deutlich schwerer ausgehebelt werden kann. Allerdings muss man das Ganze natürlich abwägen, denn zum einen soll die Latenz natürlich nicht zu hoch werden. Das heißt, der Nutzer möchte natürlich eine flüssige Interaktion sehen, die dann schnell erfolgt. Und zum anderen sollen natürlich keine Dinge ausgefiltert werden, die eigentlich richtige und sinnvolle Anfragen sind. Wir setzen das Ganze tatsächlich immer mehrschichtig auf, dass wir verschiedene einfache Filterfunktionen vorsehen, um dann bestimmte Dinge direkt auszufiltern oder abzulehnen, um Dinge auch schon mal zu klassifizieren, einzusortieren und das Ganze nicht alleine über das LLM zu steuern, sondern versuchen, weitere Sicherheitsschranken und Sicherheitsmechanismen einzubauen. Im internen Gebrauch muss man natürlich sich auch darüber im Klaren sein, dass je nachdem, welche Datenquellen mit so einem LLM verbunden sind, dass das Rechtemanagement, was dahinter liegt, natürlich sauber aufgestellt sein muss. Das heißt, die Nutzer sollten auch nur die Informationen über ein LLM bekommen können, auf die sie selber als Nutzer auch Zugriff und die richtige Berechtigung haben. Und das ist etwas, was wir im Video zum Copilot schon erwähnt hatten, nämlich die Tatsache, dass wenn das Rechtemanagement nicht hundertprozentig sauber aufgestellt ist, das dann auch dazu führen kann, dass man über ein LLM plötzlich Informationen erhalten kann, die man eigentlich als Nutzer nicht bekommen sollte, wie beispielsweise Gehaltsabrechnung. Wir haben also durch die Integration von KI nicht nur Vorteile, sondern wir haben auch mehr Arbeit darüber, dass wir uns jetzt Gedanken darüber machen müssen, wie wir diese Systeme sicher implementieren können, wie wir dafür sorgen können, dass die Sicherheitsmechanismen nicht ausgehebelt werden können oder nur mit sehr hohem Aufwand aufgehebelt werden können. Es ist natürlich wie immer ein Abwägen zwischen Flexibilität und Komfort und der Sicherheit. Man kann das Ganze natürlich in Einklang bringen. Das ist auch etwas, was wir in unserem Projektgeschäft natürlich häufig tun. Aber ich finde das Thema sehr spannend und ich finde es wichtig, dass wir uns einfach bewusst sind, dass diese Systeme anders funktionieren als klassische Systeme, dass es ganz viele neue Angriffsvektoren gibt und dass wir als Endnutzer auch uns einfach darüber bewusst sind, dass solche Systeme manipuliert werden können. Das Ganze spielt für uns Endanwender insbesondere dann eine große Rolle, wenn diese Systeme zum Beispiel das Internet durchsuchen können. Denn natürlich können wir uns jetzt folgenden Fall vorstellen. Das Modell sucht im Internet nach bestimmten Informationen und wie ich gerade beschrieben habe, kann es sein, dass Informationen genommen werden, in denen eine Prompt-Injection-Attacke beispielsweise versteckt ist. Das heißt, in diesem Kontext der LLM-Suche hat jemand beispielsweise einen Befehl versteckt und zum Beispiel im Falle einer Produktsuche können wir uns vorstellen, dass ein Hersteller eines Produktes A vielleicht Text versteckt hat, der das Modell dazu bewegen soll, das eigene Produkt besonders hervorzuheben in einem Produktvergleich. Und es wird interessant sein zu beobachten, ob diese Dinge tatsächlich dann auch in der Breite aufploppen oder ob die Entwickler der Systeme da schon das Ganze durchdacht haben. Ich glaube aber, dass wir mit diesem Thema noch weiter zu tun haben werden, uns damit natürlich weiter beschäftigen müssen,
Und lasst uns gerne Kommentare da, ob ihr so etwas schon mal erlebt habt, ob ihr eigene Fälle kennt, wo ihr vielleicht selber das LLM auf geschickte Art und Weise ausgetrickst habt und das Modell plötzlich Dinge getan hat, die es eigentlich nicht tun sollte oder wollte. Und wenn euch unser Kanal gefällt, abonniert ihn auch gerne und hört gerne in unseren neuen Podcast Audit Time rein, wo Roman Dumitrescu und ich einen Blick in die Zukunft werfen und uns vorstellen, wie bestimmte technische Entwicklungen unsere Zukunft beeinflussen können. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Inside AI.